Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir reden jetzt mal mit Oberhaupt Zaira, glaube ich. Warum soll ich den Chip analysieren? Findest du beim Dynamo-Kern keine Forscher? Hans möchte, dass ich das übernehme? Moment, ist etwas vorgefallen? In Ordnung, ich setze mich sofort daran. Das wird eine Weile dauern. Möchtest du mir vielleicht bei einigen Tests helfen, anstatt nur herumzusitzen und zu warten? Du kannst für mich ein paar Material- und Hoverboard-Gleichgeschwindigkeitstests übernehmen. Oh, und wenn du fertig bist, gib die Testergebnisse bitte hier ein. Okay. Ah, ne, Quatsch. Bis dahin. Teste Hoverboard 1, 2, 3. PT1. Ach hier. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Gibt es tatsächlich das XPMK41? Das ist glaube ich eher hier, naja. Die Testdaten wurden aufgenommen. Ein neuer Testplan wird umgehend gedruckt. Du hast einen neuen Testplan nur für mich mitgebracht? Oh. Wie nett. So bin ich zu dir. Wie nett, ich bin gerade mit der Analyse deines Chips fertig geworden. Kurzum, dieses Gerät ist dazu bestimmt, um Energie vom Dynamo-Kern zu stehlen. Und seine zentrale Steuereinheit zeigt bestimmt immer noch an, dass es Energie nach Stern leitet. Dieser Chip wurde so programmiert, dass er, nachdem er eine bestimmte Energiemenge gestohlen hat, die Energie im Inneren des Dynamo-Kerns zirkulieren lässt, um sie zu übersteuern. Dazu noch eine kleine Explosion und Wumms! Der Energiekerneinheit fliegt in die Luft und kabumm! Alle Lichter in Stern gehen aus. Verdammt, so, das verheißt nichts Gutes. Geh lieber so schnell wie möglich zurück. Naja, alle Lichter gehen aus. Das werden wir vielleicht auch bald haben, wenn Habeck und Ampel das Grauen so weitermacht. Okay, jetzt muss ich da hin. Warte mal. Du bist zurück. Also, wie lauten die Ergebnisse? Wir sind im Arsch, wenn wir Pech haben. Was? Der Chip hat aus dem Kern Energie gestohlen?
Und diese Energie wäre zum Explodieren des Dynamokerns verwendet worden. Ich werde sofort mit den Ingenieuren sprechen. Ernst hat einen möglichen Verdächtigen ins Auge gefasst und beobachtet ihn. Wir nehmen ihn besser fest, bevor er irgendwelche Anstalten macht. Gehen wir. Okidoki. So, warte mal, wo muss ich jetzt hin? Erstmal hier hin. Hier drüben! Ja, tut mir leid. Ich habe es versucht, aber ich konnte ihn nicht aufhalten. Ja, dann lass uns wohl die Großen machen. Ich kann nicht glauben, dass Forscher ohne Dr. Seville von der Leibwache war. Es war mein Fehler, dass ich ihn nicht erkannt habe. Dr. Seville ist mit einer Bombe auf dem Weg zum Zentrum des Dynamokerns. Wir müssen ihn aufhalten. Ach ja. So, jetzt muss ich erstmal warten, bis der blöde Bahn hier wieder ankommt. Okay, Herz des Dynamokerns, halte es will auf. Ach, jetzt komm ich. Ach, das Ding flippt ja immer noch. Okay, überladene Energieeinheit. Sollen wir auch noch platt machen? Oh! Hey! Oh, okay, alles klar. Ich mache alles kaputt. Ich bin der große Kaputtmacher. Oh ja, verdammte Scheiße. Oh ja. Yeah.
Okay. So, das muss ich erstmal hier nochmal einen richtig schönen Heiltrank reinpfeffern. Okay. Du hast es schneller kapiert als erwartet. Doch wisse, dass unsere Arbeit dem Allgemeinwohl dient. Kannst du es spüren? Es weht ein frischer Wind. Du hältst die Zukunft nicht auf! Ach, Scheiße. Du hättest gewonnen. Der Plan wird bereits verwirklicht. Die Saikina werden zu Göttern! Ruhm der großen Sonne! Alter, was für ein Irrer. Was für ein... Error. Naja, der Typ ist jetzt auf jeden Fall tot. Der Spinner. Ich habe es gewusst. Seltsam. Es gibt noch eine Blockade? Oh, danke, Inspektor. Ich will mir nicht mal ausmalen, was passiert wäre, wenn du Seville nicht aufgehalten hättest. Dank dir konnten wir den Schaden durch die Explosion minimieren. Wir können den Schaden schnell reparieren und trotzdem Stern mit Mana versorgen. Wir brauchen nur einen Moment, um das Geschehene zu verarbeiten. Ich sollte nach den anderen 9 Forschern sehen, die gleichzeitig mit ihm ins Labor gekommen sind. Okay, sprich mit Hans. Ach, wo ist denn jetzt Hans? Ach, da ist Hans. Ja, da muss ich dann erst mal... Ich will Schatzmeisterin sein! Ach, Bastian tut nichts als arbeiten. Was hab ich jetzt gemacht? Ach, ich düdel hier. Ach, was hab ich denn schon wieder getan?
Mensch, das kennt doch mal. Echt, ey. Also ich glaube, es wird Zeit, dass ich anfange, irgendwas anderes zu spielen. Ich sehe hier den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Echt furchtbar. Oh. Puh. Tausend Dank. Ohne dich wären wir alle mit dem Dynamo-Kern in die Luft geflogen. Ich kann nicht fassen, dass Dr. Sewill hinter allem steckt. Er ist einer der 5 Leutnants des Technologen Krause. Ich melde das besser sofort an Stern. Was zum Teufel führen die Technologe und seine Wachen nur im Schilde? Oh, und Ernst hat bat mich dir zu sagen, dass er dich im Wachlager sehen will. Okay, wo ist das? Ah, da. Okay. Drogenschmuggler gibt es zuhauf. So, warte mal. Gut, habe ich jetzt eigentlich irgendwas bekommen, was... Oh ja. Komm mal her damit. Gut. Willkommen. Nochmals vielen Dank für letztes Mal. Tut mir leid, dass ich dich herbeigerufen habe, ohne dir eine Pause zu gönnen. Aber das ist ein Notfall. Ein Luftschiff ist auf der Nordseite der Schrottebene abgestürzt und das ist äußerst verdächtig. Wir wissen nicht, woher es kommt und der Frachtraum ist voll mit riesigen montierbaren Robotern. Wir haben die Regulatoren Alex und Tamara ausgeschickt, um das Luftschiff zu identifizieren, aber offenbar ist das keine Aufgabe für nur 2 Leute. Sie benötigen deine Hilfe, Tavallero. Ach, ich soll jetzt mal wieder die Kastanien aus dem Feuer holen. Okay, gut. Mach ich. Jetzt muss ich da oben hin. Wahrscheinlich muss ich dann irgendwie hier hin oder so. Okay, wo gehe ich am besten hier rum und dann da hoch? Naja. Ich frage mich, wann die noch. So, ich bin hier jetzt los. Ne? Yep. Energie und Kante hier, gib Gummi. Die Tiefe. Gott, das sieht hier echt schön scheiße aus. Ah, nee, da, hier, ja, da vorne. So. Alex und Tamara, die sind die beiden, ja. Oh, du musst der Inspektor sein, von dem Ernst gesprochen hat. Tavallero, oder? Ich bin Alex. Danke, dass du gekommen bist. Wir können deine Hilfe wirklich gebrauchen. Eigentlich wollte ich dich mit der Untersuchung der Überreste dieser riesigen Roboter betrauen. Aber das war, bevor ich gesehen habe, dass die Batterien der Feuerlöscher ersetzt werden müssen. Wenn das Luftschiff in Flammen aufgeht, können wir gar nichts mehr herausfinden. Ersetze die alten einfach mit diesen Magiebatterien und sie werden wieder laufen. Danach kannst du dir die Roboter ansehen.
Oh, und sammle bitte alle Überreste, die du finden kannst, und bringe sie zu Tamara. Sie wird sie für dich analysieren. Okay, ersetze die Batterien des Feuerlöschers. Ah ja, okay, gut. Oh ja, hier haben wir noch einen. Schauen wir uns von diesen Robotern. So, das ist jetzt genau so. Okay, gut, das kommt jetzt. Zerstöre MK. Ach, das ist auch da unten in der Ecke. Oh, da muss ich so ein bisschen schieben, ne? Hier jetzt wieder. Gut, dann kommt mal her, Jungs. Doki. So. Das hier ist die Kamera. Und zwar ein Galopp, hoppidi hoppidi hopp. Geschwind wie der Wind reite ich über Stock und Stein und bei Tamara hin, her und her und so. Naja, egal. Sind das die Überreste der Riesenroboter? Jupp. Yep. Auch wenn sie kaputt sind, genügen diese Teile, um herauszufinden, was sie sind. Naja, Transformers sind sie nicht. Also, schon mal klar. Diese Stahlplatten besitzen eine mittlere Haltbarkeit. Gute Hitzeresistenz, anständige Formkorrektur. Ist das ein Gelenk für die Gliedmaßen? Es ist äußerst flexibel. Diese Roboter ähneln stark den großen Läufern, die wir unter absoluter Geheimhaltung entwickeln. Doch sie beinhalten auch einige einzigartige Technologien. Ich glaube, ich weiß, wer ihr Schöpfer ist. Marie, eine der Leibwachen von Technologe Krause. Ja, und nun? Gut, wir werden in der nächsten Folge mehr erfahren. In der nächsten Folge werden wir mit Alex reden und dann sehen wir weiter, worauf das Ganze hier noch hinauslaufen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.